Also das ist eben diese Verschlusstechnik, die man mit diesem Showcase-Set von Tonic Studios machen kann. Ja, sie schließt sich wie so eine kleine Kameralinse und geht dann auch hier wieder auf. Es gibt sogar in dem Set zwei verschiedene Möglichkeiten, wie hier sie diese Verschluss sich zu öffnen und schließen lässt, also beziehungsweise vom Motiv her. Ja, und jetzt kann ich dich nur einladen, wenn du wissen möchtest, wie einfach dieser Mechanismus und diese Karte zu erstellen ist, ohne dass du was ausmessen musst, falzen musst oder sonst irgendwas, denn das übernehmen die ganzen Stanzen hier von diesem Showcase, dann bleibt doch einfach dran. Hier ist eben wieder eure Jasmin mit einer detaillierten Anleitung. Also ich habe euch ja, und ich hole euch einfach die passenden Stanzen immer wieder dazu, das habe ich euch ja schon gezeigt, das müsst ihr einmal ausstanzen, das ist dann praktisch das Basismodell von eurer Karte. Dann brauchen wir dieses Teil hier, das hier, was praktisch hier, ich stelle es euch auch hier nochmal vor, dieses Teil hier ist, wo hier dort unten drunter praktisch dieser Verschlussmechanismus ablaufen wird. Und da entscheide ich mich, also das ist jetzt meine Vorgehensweise, praktisch fürs gleiche Papier nochmal. Deswegen habe ich die hier nochmal aus dem gleichen Papier ausgestanzt. Und wir wollen natürlich dahinter gucken können. Also habe ich mich praktisch für irgendeinen Kreis entschieden. Ich habe euch ja gesagt, es gibt einmal den mit dem Wellenkreis oder halt, ihr könntet auch den anderen nehmen, dann habt ihr halt eben da so einen gepunkteten Rand außenrum. Jetzt ist die Sonne wieder weggegangen. Ich hoffe, jetzt kommt die Sonne wieder. Ich wollte nur gerade gucken, damit es nicht zu dunkel ist. Dann habt ihr das hier. Dann brauchen wir natürlich diesen Verschluss, ne? Und da entscheidet ihr eben, ob ihr auch eben diese Rautenform haben wollt oder diese parallele Form. Und da habe ich mich jetzt eben in dem Fall für diese Rautenform wieder entschieden. Und das müssen wir natürlich zweimal ausstanzen. So, ich bin jetzt in dem Fall jetzt da hier schon mit einem anderen Papier spielen gegangen, weil mein erster Gedanke war gleich, oder beziehungsweise mein zweiter Gedanke, ich hatte ja schon diese Karte hier gemacht, war, dass ich jetzt bei dieser Variante, die ich mit euch basteln möchte, einfach, ja, oder, also es wird eine Weihnachtskarte, sagen wir mal so. Aber ich bin halt einfach bei mir nochmal stöbern gegangen, was habe ich denn noch so für Papiere? Und da habe ich halt eben das hier gefunden. Ist auch von Tonic Studio, Black and Gold nennt sich das. Und da habe ich halt einfach mal geguckt. In Schwarz wollte ich es dann doch nicht machen. Dann bin ich nach hinten geblättert und habe eben dieses schöne, das ist Kraftpapier, dieses Papier gefunden. Deswegen habe ich mich für das Rolling, also für diese Basiskarte eben auch für ein Kraftpapier eben auch entschieden, damit es dann doch harmonischer zupasst. So hat das Ganze eigentlich gestartet, denn ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt das hier so schön, ja, das sind schöne folierte Gold-Elemente eben auch drauf, denke mal so, ach, das passt doch zu Weihnachten. Und dann habe ich natürlich weiter überlegt, was möchte ich denn diesmal rausblitzen lassen? Entschuldigung, jetzt geht wieder die Sonne weg. Ich hoffe, die Sonne kommt aber auch gleich wieder. Also ich habe weiterhin überlegt, was möchte ich denn diesmal hier rausblitzen lassen? Und dann dachte ich mir so, nein, ich möchte ja diesmal eine Weihnachtskarte haben. Und es muss ja auch nicht immer, und da wollte ich euch dazu eben animieren, seid selber kreativ. Ihr müsst auch nicht hier diese Ausschmückung hier immer nehmen. Vielleicht ist es dem einen auch schon wieder ein bisschen zu verspielt oder zu filigran oder sowas. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mit euch ein bisschen ganz anderem Stil und gehe vielleicht auch ein bisschen fremd und habe mir halt einfach ein Weihnachtsstempelmotiv ausgesucht. Und ist jetzt keine Absicht gewesen, aber ich wusste, dass ich halt von Tonic Studio auch noch ein Weihnachtsset eben habe, ein Stempelmotiv. Und da habe ich dann halt einfach geguckt. Ich wusste ja schon, dass das hier so ein Kreis ist. Den habe ich dann schon ausgestanzt und habe dann schon mal geguckt, ah, wunderbar, dieser Schneemann, der passt doch hier wunderbar rein. Also so würde ich dann weitergehen und halt einfach schauen, was ich an Stempelmotiv vielleicht so in das Fenster reinstempeln möchte, falls ihr eben jetzt nicht nur ausschließlich mit diesem Showcase-Set arbeiten wollt. Ja, könnt ihr natürlich ja auch, aber man kann ja auch dann mal weiter überlegen, so was kann ich denn dann noch rausgucken lassen. Und deswegen habe ich hier meinen Schneemann hier auch schon abgestempelt und auch schon koloriert. Also den habe ich auch schon vorbereitet und weil er ja praktisch hier so durchpasst, habe ich den, der muss nicht im Kreis ausgestanzt werden. Ich zeige euch gleich, wie ich ihn hier nach platziere. Aber er darf natürlich nicht größer sein wie praktisch hier das, weil das liegt hier dann so drüber.
Ist auch gleich ja nachverständlich, wenn ich den dann platzieren werde. So bin ich weiter vorgegangen. Dann habe ich natürlich noch geguckt, okay, das wäre mir hier ja zu nackig. Ne? Es gibt ja nochmal speziell nur diese Stanze hierfür. Hier habe ich ja das hier dann noch benutzt. Dann habe ich ja dann eben dieses Motiv dann eben für benutzt. Dachte mir so, nee, diesmal möchte ich hier nicht so filigran sein. Diesmal nehme ich einfach das gleiche Papier nochmal, ne? Und habe das hier nochmal ausgestanzt. Und ich habe das natürlich dann immer so genau hingelegt, damit dieser Kreis und dieser Kreis natürlich möglichst in der Mitte liegt. Das mache ich dann immer eigentlich so, dass ich zuerst das hier ausstanze und dann meinen Kreis halt schön in die Mitte eben auch reinlege. Und wenn ich dann das hier ausgestanzt habe, dann lege ich das hier nochmal hier drauf, ne, wo ich das dann hernach draufkleben würde. Das kann man ja auch gleich machen. Ne. Dann lege ich das praktisch mir hier so drauf. Und darunter dann gleich wieder den passenden Kreis, damit das halt eben auch passgenau ist. Aber ich denke mal, das kriegt ja spielend leicht hin. Aber das hier kann ich ja jetzt schon mal zukleben. Da weiß ich, dass ich mir hier nicht irgendwie einen Schritt verbaue. Denn der Kleber soll ruhig auch ein bisschen erstmal ansetzen dürfen. Die Kreise sind ja identisch, ne? Also von dem her lege ich die passgenau hier so drüber. Und dann drücke ich das hier erstmal richtig an. So, ach, es tut mir das leid, dass hier immer meine Sonne kommt und geht, beziehungsweise die Wolke, die da immer. Ich hoffe, das ist jetzt, ah, oh, das ist ja grauselig, grauselig, grauselig. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Diese blöde Lichtsituation hier immer. Jetzt ist es wieder schön hell, Sonne wieder da ist. Ja, das ist halt wieder live bei Jasmins Kreativzentrum, gell? Kreativstudio. Ach, das ist wirklich, wirklich traumhaftes Papier auch. So, jetzt haben wir das hier. Ihr seht schon, hier kommt es leicht wieder hoch, aber hier braucht einfach der Kleber noch seine Zeit, damit er hier schön anklebt. Also, das habe ich auch vorbereitet. Das habe ich vorbereitet. Ich habe mich eben hier für diese Variante eben auch entschieden. Und dann habe ich mein Motiv, was dahinter schon kommen soll, für mich schon entschieden. Und dann natürlich habe ich das hier ausgestanzt, auch das hab ich euch ja schon gezeigt, dieses lange Teil hier. Und hier habe ich dann aber auch nicht, wo ist meine Vorlage? Blub, 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 blub. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie hier? Also ich habe mich hier nicht für diese kleinen auch Muster entschieden, sondern wollte das in dem Fall blank haben, aber jetzt eben nicht so nackig wie hier, sondern da habe ich einfach dann diese Teile hier benutzt. Und habe die auch in dem gleichen Papier ausgestanzt und das habe ich schon mal vorbereitet und habe hier meine Manschette schon mal gemacht. Also die habe ich auch schon vorbereitet und ja, das zeige ich euch dann hernach, wie es weitergeht, weil ihr wollt bestimmt jetzt endlich wissen, wie hier dieser Shutter-Mechanismus funktioniert. Ja, machen wir das mal so, aber ich bin, bevor ich zusammenklebe, das wollte ich euch einfach auch noch mal einfach sagen. Ich suche mir tatsächlich einfach meine Papiere alle raus. Meine ganzen Puzzleteile nenne ich es mal so, bevor ich dann auch klebe. Weil ich hatte dann noch eine weitere Idee. Ich habe ja hier mit Rot gearbeitet und auch mit einem Goldstift so ein bisschen, weil ich wollte das Gold hier aufnehmen. Dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt schon ziemlich, ziemlich rot. Hier vielleicht auch. Und hier kommt ja nirgendwo rot vor. Also habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und habe dann gesehen, in meinen Papieren. Ach Mensch, ne? Ich habe ja hier diese Baumwollpapiere auch noch auf von Tonic Studio. Und die sind eigentlich wie gemacht, um als erste Lage auf eine Karte zu kleben, weil damit selber kann man ja keine Karte machen. Also dachte ich mir, das ist doch wunderbar. Dann würden die zum Beispiel hier so links und rechts hinpassen. Ne? Habe ich die einmal für hier gemacht und dann gleich nochmal zweimal ausgestanzt, weil da gibt es natürlich ja auch die passende Stanzform dazu. Also hier wollte ich praktisch nicht hier auch wieder so was Filigranes drin haben. Also nein, die lasse ich eben genauso wie hier einfach nur plain, nenne ich es jetzt eben mal so, aber halt in Rot, dass hier auch nochmal dieses Rot rauskommt. Das habe ich dann nochmal für die Außenseiten gemacht. Das brauchen wir dann später. So, und hier, das wollte ich euch eben noch mal erklären. Und hier, das bitte jetzt nicht hier so zum Kleben anfangen. Das Einzige, was ich kleben konnte, ist schon mal hier das da, weil da verbaue ich mir nichts. Denn jetzt müssen wir so weitergehen und das stört mich jetzt eben auch noch nicht. Da muss ich mich auch noch nicht konzentrieren. Jetzt geht es eben darum, das hier und das hier zu platzieren
um zu gucken, wo kann ich eben hier noch hier das drauflegen. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es wird nicht kompliziert, ich verspreche es euch. Aber ich nehme jetzt erstmal dieses Teil hier und falze das. Hier gibt es ja, wenn die Sonne dann hernach mal wieder kommt, gibt es dann hier die Falznaht, die vorgefertigt ist. Und die falze ich hier mit meinem Falzbeil, wollte ich schon sagen. Falze ich das nochmal richtig schön nach. Dann habe ich das eben so umgefalzt. So, jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, habe ich festgestellt. Und zwar, ich zeige es euch an meinen Weißen. Ich habe es einmal zuerst so geklebt, so drauf geklebt und habe dann festgestellt, deswegen möchte ich euch das sind keine Fehler, aber ich würde mal sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es einmal hier oben angeklebt, natürlich schön mittig, also habe hier mit die Mitte ausgemessen, dann hier die Mitte, dass ich es halt genau hier schön mittig ankleben kann. So bin ich beim ersten Mal vorgegangen. Dann habe ich das hier schön bündig angeklebt, um dann aber hier festzustellen, dann hier unten, dass es mir hier so ein bisschen rausstand. Vielleicht könnt ihr das hier so ein bisschen sehen. Hier war es schön bündig angeklebt und hier steht es ein bisschen über. Ist jetzt nicht so schlimm, ist auch kein großer Fehler, aber ich wollte euch nur darauf hinweisen, ne, dass ihr es vielleicht, wenn ihr es so ankleben wollt, und das mache ich dann jetzt auch gleich so, dass ich es dann halt natürlich hier so mittig anklebe. Weil wenn man es wirklich mittig macht, dann steht es so minimalst über, damit man es gar nicht sieht. Man kann es aber auch anders machen. Das habe ich hier bei der nächsten Karte gemacht, dass man das Ganze natürlich hier hinten anklebt. Ne? Hier hinten und hier hinten, dann steht nämlich gar nichts über, weil das ist nämlich genau passgenau. Das könnt ihr natürlich auch machen. Dann sieht es so aus. Bloß, ich habe mir dann gedacht, so, ja, okay, dann sieht es von der Rückseite aber so aus. Ich meine, das ist jetzt hier nur ein Kopier, also mein Bastelpapier und in weiß. Ne? Das war nur auf die Schnelle, aber ich wollte euch trotzdem nur zeigen, damit ihr natürlich dann hier diese Klebelaschen dann eben hier seht. Man kann natürlich auch ein Papier nochmal drüber kleben. Auch kein Problem. Ne? Aber ich hatte mir gedacht, so, ich experimentiere doch einfach mal weiter und zeige euch schon mal meine fertige Karte. Ihr seht, hier auf der Rückseite sieht man eben nichts, ne? Weil ich habe es eben hier, so wie ich es jetzt auch bei der Karte machen möchte, damit ich es tatsächlich, ne? Ich bringe dann hier den Kleber auf und hier den Kleber auf und versuche es dann hier richtig schön mittig aufzukleben. Das Einzige, was ich natürlich jetzt hier gleich herhole, weil man denkt ja immer, man ist in der Mitte. Aber ich weiß so ungefähr, dass bei 1,5 Zentimeter, dann hat man hier überall diese 1,5 Zentimeter Abstand. Also, ne, damit man vielleicht hier so links und rechts überall gleich ist. Ist auch nicht weiter wild. Wenn das nicht so wäre, dann tut sich halt eben dieser Verschluss, ne, es geht ja um den Verschluss, dass der vielleicht dann auch richtig schön in der Mitte dann auseinander geht und da auch da vielleicht genau in der Mitte so ist. Aber ob es jetzt um 1 Millimeter oder 2 Millimeter, sondern mehr nach links oder nach rechts geht, ich glaube, das wäre jetzt nicht so wild. Jetzt muss ich gerade noch überlegen, ob ich jetzt den nächsten Schritt gleich mit euch so noch mache. Denn ja, ich würde sagen, damit man das gleich aufkleben kann. Der Unterschied zwischen dieser Karte und dieser Karte wird jetzt eben auch noch sein, hier habe ich einfach nochmal auch ein Papier drunter geklebt. Wenn ihr das machen wollt, muss dieser Schritt natürlich zuerst erfolgen. Aber das mache ich hier in dem Fall nicht. Also hier bringe ich jetzt einfach meinen Kleber hier auf und zeige es euch schnell, wie ich es nochmal anbringe. Ansonsten ist das nochmal eine kleine, würde ich jetzt mal sagen, weil ich in dem Fall auch richtig mit einem schönen, starken Farbkarton auch gearbeitet habe. Also das ist ja praktisch dieses Packpapier braun und das ist auch ein bisschen stabiler. Der braucht auch ein bisschen, bis der ansetzt, der Kleber. Und das müsst ihr nicht unbedingt auch abwarten. Ne? Deswegen drücke ich dann hernach gleich mal auf Pause. Aber ich bringe das Ganze jetzt eben so an. Deswegen arbeite ich ja gerne mit diesem Flüssigkleber, damit ich jetzt praktisch hier sehe, damit ich jetzt vom Abstand, jetzt eben von hier dem Abstand und von hier dem Abstand schön gleich bin. Dann lege ich einfach nochmal schnell mein Lineal an, weil ihr seht, man meint immer, man ist vielleicht schön in der Mitte, aber nein. Jetzt bin ich hier so bei 1,5 Zentimeter und dann müsste das da drüben eben auch bei 1,5 Zentimeter sein. Genau. So, jetzt ist es schön. Klebt es schön, weil das ist wirklich wichtig, damit euch das auch wirklich gut hält. Es kommt ja immer auf euer Material drauf an. Und ich habe jetzt hier und doch ein ziemlich,
stabiles Material jetzt eben auch erstmal gewählt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann könntet ihr vielleicht jetzt euren Schmuck vielleicht eben so draufkleben, könnt es aber auch ganz zum Schluss eben auch machen. Wenn ihr spätestens jetzt, würde ich mal sagen, entscheidet euch vielleicht jetzt zumindest, was hier vielleicht an dem Ausguck ja, durchgucken soll. Ihr könnt es jetzt hier schon zwar schon hinkleben, da würdet ihr vielleicht euch um einiges vielleicht eben auch leichter tun, ja, weil es ist ja hier an den Ecken immer noch ein bisschen auch versteckt. Ich bin gerade noch überlegen, ich mache es aber trotzdem einmal ganz gern nochmal anders, weil ich einfach noch mal, wenn diese Teile hier kleben, noch mal genau vielleicht noch entscheiden kann, vielleicht will ich auch, also je nachdem, was ihr hier drauf gestempelt habt, vielleicht will ich ja, dass ein spezielles Teil von dem Motiv speziell hier eben am Schluss hier noch so rauskommt, kann? Weil das Ganze schließt sich ja dann praktisch fast so, also vielleicht will ich ja, dass dieses Motiv ganz speziell noch mal an einer bestimmten Stelle noch mal rauskommt. Deswegen klebe ich es erst danach drauf. Aber ihr könntet theoretisch, je einfacher das Motivmodell ist, könntet ihr das einfach hier dran kleben. Dann würde ich jetzt hier einfach mal Kleber dran bringen und dann schiebt ihr das einfach hier nochmal kurz rein und platziert das halt eben so in der Mitte, damit ihr das hier so kleben habt. So könnt ihr auch vorgehen. Ich mache es jetzt aber anders, weil ich es auch ein bisschen kompliziert haben will. Ich habe ja jetzt eben diese Teile, die knicke ich natürlich hier auch schon mal um. Und jetzt ist es ganz, ganz, ganz wichtig, damit ihr die natürlich richtig dran klebt. Denn da habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert. Deswegen kleben auch meine Seitenteile hier auch noch nicht. Denn ich habe zuerst gedacht, okay, ich weiß ja, dass die jetzt hier hinkommen. Der Knick hier muss natürlich mit dem Knick sein. Soweit war ich ja auch, dachte ich mir so, okay, wird schon dann auch so stimmen. Und wenn ich das dann so hier hinklebe, dann kann ich das hier so schön abdecken und dann mal so, nee, Moment, das passt ja nicht. Weil so geht es ja nicht. Also ihr dürft es ja nicht so dran kleben, sondern das Ganze muss so dran geklebt werden. Also ihr habt es ja dann hernach, ich klebe es jetzt bewusst noch nicht dran, es klebt ja dann eben so. Ja? Und dann könnt ihr das hier schlecht hier draufkleben, weil das bewegt sich ja ständig hin und her. Ja? Aber ja, hier seht ihr es ja auch. Ja? Also hier habe ich an den Seitenteil jetzt nichts dran gemacht. Aber bei der Karte, der also ich will das aber hier unbedingt drauf haben. Deswegen zeige ich euch da nochmal meine Variante. Aber jetzt kleben wir hier erstmal die Teile hier drauf und es geht super, super einfach. Ihr müsst einfach nur wissen, wie es hingehört. Und zwar, das ist ja dann eure schöne Seite. Das wird nach hinten gefalzt und hier kommt dann auch der Kleber drauf. Das mache ich einfach mal mit einer Seite, denn es geht wirklich super einfach. Ihr schaut einfach. Ich tue auch dann den Kleber vielleicht nochmal schön, dass er an den Seiten auch so richtig schön an den Kanten auch schon richtig dran ist. Deswegen, ja, mein Appell immer wieder an diesen Flüssigklebern. Ich stecke mir das jetzt hier so rein, weil wichtig ist ja einfach, ich zeige es euch jetzt da, wo noch kein Kleber dran ist, damit ihr das jetzt von dieser Höhe hier, weil die ist ja auch noch wichtig, ich tue das mal gerade mal so zur Seite, denn ich kann es euch ja erstmal so zeigen, im trockenen Zustand. Das hier muss genau hier an dieser Kante so dran geklebt werden. Das ist eigentlich ganz einfach dran, ja? Dass es dann genau dann hier so dran stößt. Ja? Aber hier von der Höhe her gibt es ja auch nur noch eine kleine Geschichte, wo ihr drauf aufpassen müsst. Und das ist ja einfach nur, damit es halt eben, ja, damit hier nicht einfach irgendwie eine Lücke erscheint oder so. Es soll ja eben, ja, hier so ebenbürtig sein. Also es passt genau so dahinter, damit man damit also wirklich oben und unten also keine Lücke entsteht. Ne? Und so gehe ich dann einfach vor. Ich bringe beim ersten meinen Kleber drauf, halte mir das jetzt hier einfach so dahinter. Ne? Da passiert ja jetzt hier auch noch nichts. Ich habe natürlich die Seitenteile mir auch schon umgefaltet. Und dann schaue ich, dass ich halt hier eben nicht meine Lücke habe. Ich glaube, ihr könnt es gut sehen. Gell? Denk mal so, ah, hier ist eine Lücke. Also gehe ich ein bisschen weiter runter, nicht zu weit runter. So dürfte es passen. Und dann sehe ich ja hier, ne, hier ist meine Falte. Ne, kontrolliere nochmal, ob es hier auch nicht verwackelt ist. Dann halte ich es hier schon mal dran und dann kann ich das aber auch, wenn ich das jetzt hier richtig schön platziert habe, hier ist jetzt der Kleber noch nicht richtig dran. Ne, aber ich gucke, dass es hier richtig schön anliegt und dann kann ich das ja eben hier, ich halte es jetzt hier einfach mal schön fest, umklappen und warte jetzt eben bis hier auch wieder schön die Sonne wieder kommt, nee, der Kleber angesetzt ist. Ja, also auch hier,
Bitte ein bisschen warten, weil wenn ihr es zu schnell wieder macht, dann löst sich das auch wieder. Ne? Und das Gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Ja, also ich habe wirklich gut gewartet, dass das hier angetrocknet ist. Dann kann ich das nämlich auch gut öffnen. Ich habe hier wieder den Kleber angebracht. Und auch hier gehe ich erstmal jetzt hier wieder so rein. Denn jetzt, ach, da vielleicht auch noch ein kleiner Trick. Also man kann ja die beiden, Entschuldigung, man kann ja die beiden Flügel nach hinten schauen kann. Man kann sie aber auch so überkreuzen. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ich so ein bisschen überkreuze. Einer ist oben drüber und einer ist unten drüber. Ne? Also auch das gucke ich hier mir auch vielleicht nochmal so an, bevor ich es anklebe. Und dann halt eben wieder die Spielchen, damit ich die Höhe halt eben auch hier richtig habe. Und dann mache ich das aber Ganze das gleiche wieder. Ich habe mir das jetzt hier ausbalanciert. Ne? Und schaut, dass ich hier wieder, ja, die Falznaht hier mit der Kante eben auch hier so habe. Und wenn ich das hier so habe, dann kann ich mir die auch wieder so zusammenklappen und hier wieder warten, bis der Kleber schön angetrocknet ist. So, jetzt sind meine beiden richtig schön, also kleben hier richtig schön dran. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es hier schön fest klebt. Und es klebt natürlich mit einem doppelseitigen Klebeband natürlich bombastisch, aber ich benutze es trotzdem lieber mit dem Flüssigkleber, weil dann kann ich halt eben noch mal hin und her spielen. Und jetzt habe ich meinen Verschlussmechanismus hier, ja? Meine Shutterfunktion. So, und wenn ich jetzt eben hier meinen Schneemann habe, ich weiß, dass das natürlich jetzt ein bisschen eine Frickelarbeit ist, vor allem weil Kleber auch drauf ist, aber ich kann ja den Kleber hier auch drauf machen. Dann kann ich jetzt eben hier noch mal genau für mich schauen, wie ich jetzt eben hier, weil jetzt so ist ja die Karte geöffnet. Ich möchte ja, dass vielleicht eben in dem Fall möchte ich, dass man hier so die Hände noch mal ganz gut sieht, damit er mir hier so ein bisschen in der Mitte halt vielleicht eben auch ist. Ne? So, und wenn man das Teil vielleicht doch ein bisschen größer ausgeschnitten hätte und doch nicht in dem kleinen Kreis, weil ich sehe jetzt gerade so, wenn ich es jetzt mehr nach oben schieben würde, ne, und guckt mir hier so ein kleiner Teil hier so raus vom Hintergrundpapier, aber Gott, mein Gott, also zu pingelig darf man dann glaube ich auch nicht sein. Ihr schneidet das halt dann einfach irgendwie größer aus, dann könnt ihr das so gut platzieren. Wie gehe ich jetzt davor? Mache das jetzt tatsächlich so. Komm her, weil das, ne, braucht ja nicht viel. Ah, übrigens, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Also das sind meine Stempelmotive, die ich abgestempelt habe. Hier habe ich übrigens ein ganz einfaches Papier genommen. Ich glaube, so ein festeres Kopierpapier. Hier habe ich ein hochwertiges Papier genommen, womit man eben auch mit Alkoholfarben arbeiten kann. Und das wollte ich euch auch einfach mal sagen. So tut euch den Gefallen, wenn ihr merken sollt, wenn ihr mit Alkoholmarkern ausmalen wollt. Und vielleicht könnt ihr es hier sehen. Das ist hier ein bisschen ausgeblutet. Und zwar ziemlich schnell ausgeblutet. Was es manchmal macht, wenn man natürlich sowieso drüber malt, vielleicht auch. Aber hier ist mir einfach aufgefallen, denn man so, Mensch, das blutet hier aber. Also nennt man ja so Ausbluten, wenn die Farbe so nach draußen läuft. Ne? Das kenne ich eigentlich sonst gar nicht so. Und dann habe ich halt gedacht, so, ah, da habe ich halt nach irgendeinem weißen Papier her wieder gegriffen. Bei dem anderen Stempelmotiv habe ich halt dann gleich richtig geguckt, was für ein Papier ich benutzt habe. Und da war das einfach überhaupt kein Problem. Also solltet ihr mal dieses Problem haben, dass euch die Alkoholfarben vielleicht eben einfach zu sehr nach außen laufen, ne? Dann einfach mal mit einem anderen Papier testen. Ne? Also tut euch auch da mal den Gefallen. So, ich hole mir jetzt gerade mal eine Pinzette. Eine Pinzette, eine Pinzette. Das mache ich einfach jetzt so, damit ich jetzt hier das hier so festhalte. Hinten einfach schön Kleber drauf mache. Oder ich kann es eigentlich auch hier drauf machen. Ja. Bin ich auch noch gut im Bild? Ja, ich bin noch im guten Bild. Also ich tue hier den Flüssigkleber hier so drauf. Weil es hält ja damit auch ganz gut. So, und jetzt stecke ich das hier so rein. Nein, ich brauche ich das gar nicht. Naja. Ja, ich denke mal, das kann man doch dann schön mit einer Pinzette machen. Ja. Vorhin natürlich, als ich das selber gemacht habe, ging das natürlich viel einfacher, ist ja klar. Dass der berühmte Vorführeffekt nicht so einwandfrei funktioniert. Dann habe ich das jetzt hier so. Und dann platziere ich das schön in der Mitte. Schau, die Karte ist so schön offen.
So. Und so gefällt mir der. Ups. Ja. Und wenn ich dann zufrieden bin, noch kann ich es ein bisschen hin und her drehen. Aber jetzt gefällt mir das und dann drücke ich es natürlich gut an. So, jetzt haben wir noch dieses Problem hier. Hier muss ich ja nicht so lange warten, weil das trocknet schneller. Dass ich ja eben das jetzt hier nicht mehr so draufkleben kann. Aber da habe ich mir gedacht, ich will das aber trotzdem hier unbedingt haben, weil das wäre mir sonst jetzt hier einfach ein bisschen zu nackig. Ja? Dann habe ich mir gedacht, so, okay, da schneide ich doch einfach drum herum. Und das geht ganz einfach. Ich habe das hier so ausgeschnitten. Mal diese Seite nehmen, die ist vielleicht dann gar nicht mehr so. Die quer bin ich hier so besser. Mach halt es eben hier so hin. Und weil das ja so ein schönes Baumwollpapier, könnte ich das fast mit einem Bleistift hier so oder mit meinem Fingernagel schon fast so durchdrücken. Ich gehe einfach hier dieser Kante hier so nach. Ich spüre die ja richtig, ne, wo das hier so aufhört. Dieser Shutter-Mechanismus kann da richtig schön dran gehen. Aber ich denke mal, das müsstet ihr eigentlich mit einem anderen Papier auch machen, gut machen können. Und dann sehe ich eben hier, wo meine Linie eben auch ist und kann das hier schon schön ausschneiden, meine Aussparung. Denn ich habe mir das jetzt so eingebildet, dass ich das jetzt so haben will. Ich will da dieses Papier hier noch dran haben. Und voilà. So gefällt mir das nämlich richtig gut. Manchmal bin ich ganz klug. Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber mein Gott. Ah, gut. Also hier natürlich den Kleber drauf machen. Und richtig schön dran kleben. Und das gleiche mache ich auf die andere Seite. Das habe ich schon mal vorbereitet. Muss natürlich erstmal testen. Manche Sachen muss man natürlich erstmal auf der Kamera testen. Nicht, dass ich hier mich wieder um Grund und Boden red und euch hier Tipps gebe und die funktionieren dann hernach nicht. Ja? Nein, nein, das wurde dann schon von mir davor erstmal getestet. So, hier so. Na. So und so. Und dann habe ich mir einfach noch gedacht, das in der Mitte ist mir vielleicht dann doch noch auch ein bisschen zu nackig. Habe ich also einfach, bin ich einmal fremdgegangen. Ich gebe es zu. Ich habe diesen Kreis hier nochmal, diese Kreisstanze genommen, die hier im Set noch drin vorhanden ist. Ja, damit ich also praktisch das gleiche Fenster bekomme und habe dann aber einfach bei meinen Stanzen, ihr habt sicherlich auch ganz viele Kreisstanzen, einfach eine größere Kreisstanze noch benutzt und habe mir halt einfach so einen Rahmen damit ausgestanzt. Weil ich dachte mir, da muss einfach nur irgendwie was hin, da fehlt mir jetzt noch was. Es muss einfach der Kontrast, ja, hier kann es vielleicht noch mal ein bisschen Kleber dran, es muss einfach noch mal, ja, noch mal das Rot aufgenommen werden. So. Und so. Ja. Ja, ist das nicht schon wieder genial? Schaut doch mal. Und so verschwindet der kleine Schneemann. Oh, man sieht nur noch die Nase. Schwupp, ist sie weg. Ich finde also diesen Mechanismus finde ich so genial, Leute. Ich meine, man kann sowas selber machen, gell? Man kann das selber ausrechnen und falzen. So ist ja eigentlich kein Hexenwerk, wenn man dann mal das System verstanden hat. Aber mit diesen Stanzen ist es halt einfach super schnell gemacht. Ich habe ja hier das hier noch gemacht. Gell? Das legt man dann halt. Müssen wir natürlich da vorne noch die roten Panels noch mal draufkleben. Und damit das da vorne nicht auch so nackig ist. Ihr könnt auch ein schönes Designerpapier auch eben auch benutzen oder benutzt von vornherein irgendwie schon ein schönes Designerpapier, vielleicht auch für das Kartenrolling. Also es gibt ja auch so festere Designerpapiere, ne? Womit ihr dann praktisch schon mal so eure Basiskarte vielleicht auch schon mal gemacht habt. Dann geht es noch schneller vielleicht, also wenn es auch darum geht, damit ihr da vielleicht nicht so viel einzelne Schritte haben müsst. Oder halt eben, ihr benutzt es wie eben jetzt bei dieser Karte hier, eben mit diesen
schönen Stanzteilen, die einfach auch noch mit dabei sind. Also da, und diese Stanzteile, die übrigens dabei sind, ich meine, die müsst ihr auch nicht unbedingt nur für diese Shutterkarte benutzen. Die könnt ihr, was ich was, in welchen Projekten auch noch alles einsetzen. Also da bloß nicht sich zu sehr immer einschränken und denken so, oh Gott, die kann ich jetzt nur in Verbindung mit diesem Kartenmodell benutzen. Das kann man ja, was ich was, wo noch einsetzen. So, dann lege ich das hier jetzt einfach erstmal nur so drumrum, damit ich weiß, wie ich das da hinten verkleben muss. Dann bringe ich hier ein bisschen Kleber auf. Also ich habe das zwar jetzt nach hinten getan, das ist die hintere Karte, aber ehrlich gesagt möchte ich das immer ganz gern auch nochmal verstecken. Deswegen hole ich mir das nochmal raus. Drehe es natürlich dann nochmal so um die Karte. Die ist innen drin noch nicht fertig. Da muss noch was drauf. Aber ich wollte euch das jetzt erst nochmal so zeigen. So kommt es jetzt hier drum rum. Dann bleibt es eben schön hier zusammen. Ja, weil ich habe ja dieses eine Stempelmotive hier noch. Und da habe ich dann einfach den gleichen großen Kreis nochmal benutzt wie für innen drin. Und habe das hier dann praktisch, damit ich hier noch irgendwie nochmal einen Farbakzent zu setzen kann. So war das mein Wunsch. Und weil das hier aus diesem Baumwollpapier ist, das ja ziemlich wackelig ist, habe ich hier einfach nochmal einen Farbkarton ausgestanzt, damit ich das hier ein bisschen stabiler habe. Und das Ganze hier klebe ich aber mit Dimensionals jetzt hier so drauf, damit es ein bisschen erhaben auch ist. Damit es hier richtig schön noch ein bisschen mit Abstand eben auch hier ist. So. Und das Ganze klebe ich jetzt aber einfach nur hier so drauf. So, einmal wieder Flüssigkleber drauf, weil sonst wird es vielleicht zu dick werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt meine spezielle Variante hier jetzt doch ein bisschen, müssen wir mal wieder gucken, was die Dicke von der Karte jetzt vielleicht sagt, gell? Ob das doch, oh doch, so dick ist es eigentlich gar nicht. Also dürfte noch normal mit dem Briefumschlag reinpassen, beziehungsweise nicht dicker sein vom Porto her. Ich denke jetzt gerade nur an die Portokosten. Vielleicht das Gewicht, aber das kommt ja auch mal drauf an, wie viel ihr da jetzt an Lagen draufsetzt. Aber so würde jetzt meine Karte von vorne aussehen. Das muss hier noch ein bisschen antrocknen natürlich, damit ihr mir hier nicht runterfällt. Ja, das ist die Banderole. Und dann geht das hier Ganze nochmal auf mit meinem schönen Schneemann. Und jetzt wollen wir aber noch irgendwie einen schönen Spruch haben, oder? Finde ich schon. Und da habe ich auch da nochmal geguckt, was ich da habe. Und wollte jetzt eben nicht aus diesem Set mich hier bedienen, weil da hätte ich ja eben auch einen von diesen Sprüchen vielleicht nehmen können oder vielleicht dieses Thank you oder for you vielleicht noch drauf kleben können. Ne? Also da hätte man ja auch noch ein bisschen rumspielen können. Ich habe aber gedacht, nein, ist ja Weihnachten, also suche ich mir natürlich einen Weihnachtstext raus. Und dann wollte ich zuerst stempeln, aber dann fiel mir noch ein, oh, ich habe ja noch auch noch so Stanzformen, auch von Tonic Studio. Und Tonic Studio hat ja auch deutsche Texte. Und dieses fröhliche Weihnachten habe ich mir dann eben genommen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo es ist. Das ist mir jetzt irgendwo, ah nee, das ist mir doch gerade im Papierkorb schon gefallen. Halt, du musst, nee, halt, das ist das Negativ gewesen. Aber wo ist mein fröhliches Weihnachten? Hier ist es. Ein fröhliches Weihnachten habe ich dann eben hier einmal aus dem gleichen Papier ausgestanzt und das klebe ich jetzt hier oben nochmal drauf. Wenn ihr aber so einen Hintergrund haben wollt, den man ja hier so auf dem Bild vielleicht eben auch sehen kann, dann könnt ihr mit einem anderen Papier praktisch noch damit auch noch den Hintergrund gestalten. Und hierfür nehme ich da auch meinen Flüssigkleber und gebe jetzt lauter kleine Klebepunkte hier drauf. Ja, ganz klein hier immer nur. Hier einmal, dann hier oben. Und um sicherzustellen, damit der Kleber vielleicht nicht auf der anderen Seite rausquillt, benutze ich diesen kleinen Trick. Es gibt auch einen durchsichtigen Kleber, gibt es ja eben auch. Den benutze ich manchmal auch gerne, aber jetzt habe ich den halt eben gerade da. Ich mache es aber, da fehlt noch ein bisschen. Ups, das war jetzt eben zu viel Kleber. So, aber was ich ganz gerne benutze, ich bin da ja nicht so, ich nehme einfach meinen Handrücken, zumindest die Seite, wo nicht so viele Haare sind, drücke das hier noch mal ein bisschen ab. Dann habe ich eben gewährleistet, dass der überstehende, rausquillende Kleber erstmal weg ist. Und
Dann platziere ich das hier in dem Moment hier drauf und schon klebt es wunderbar. Und währenddessen das hier so ansetzt, kann ich schnell meinen Kleber hier wegmachen. Ja, das war aber das Hexenwerk. Also ich finde, ich bin jetzt schon richtig schön eingegroovt in diese Shadowkarte. Also wie schon gesagt, jetzt habe ich zweimal dieses mit dieser Rautenöffnung benutzt. Ihr habt aber in dem Set auch noch die Möglichkeit, hier diesen Parallelverschluss eben auch noch zu machen. Also das habt ihr auch noch. Ne? Ja, aber hier in dem Fall lasse ich jetzt den Schneemann noch mal kurz verschwinden, bis seine Nase dann noch da ist und schließe die Tür wieder. Lass ihn noch mal aufgehen. Ich finde es einfach so süß. Ich muss es einfach euch noch mal zeigen. Und ja, und ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. So kann ich die Karte euch auch noch mal präsentieren, dass man sie so schön so auch aufstellen kann. Ich finde das eigentlich auch noch mal eine schöne Variante, damit man auch die Karte, jetzt kommt auch die Sonne dafür extra wieder oder auch wieder nicht, damit man die Karte eben auch so schön aufstellen kann. Und also, ihr habt also gesehen, es geht super, super einfach so verschließen, weil das natürlich hier so schon so ein Mechanismus hat, dass die vielleicht nicht von alleine geschlossen bleibt. Dafür haben wir aber auch noch diese Banderole, die man jetzt hier auch noch so drumherum machen kann. Und dann könnt ihr die Karte eben wunderbar versenden. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und habt Spaß dran mit euren Shutterkarten. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit und denkt schon dran, wir haben schon Oktober, die ersten Weihnachtskarten. Wäre mal gar nicht so verkehrt, die jetzt schon zu basteln. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eure Jasmin.